Schwingungen, energetische Kräfte, gerade Spiralen im überweltlichen Zeitbegriff. Sphären aus verschiedenen Ebenen ernähren sich von Gedankengut. Der Geist ist die Basis der Materie. Die Substanz, welche formt und gebärt, was im Innern der Tiefen gedacht, gewütet, gewünscht wird, in jener Gesetzmäßigkeit, das Geschehene wurde vormals gedacht. Ungeübte Laien verwirren die einfache Schlichtheit von Labyrinthenbauten, die ewig und geduldig durch aufrichtige Imagination wieder entwirrt und begehbar gemacht werden müssen. Ein selbstloser Gedanke in Einfachheit ebnet die hingeworfenen Hieroglyphen unwissender, unbewusster. Die Symbiose der Dualität umfasst die Ganzheit, von der jeder für sich ein Fragment darstellt, um sich in seiner Begrenzung, die es zu überwinden gilt, als wichtiger Teil des Gesamten zu sehen. Vibrierend kündigt sich das Zerbersten der alten Welt an. Die gestrandeten Meeresriesen senden Signale aus. Die Chance erwächst, wie sich aufbäumende Wirbelstürme, um Überholtes zu zerstören und Neues aufzubauen. Shivas ewiger Kreislauf der Schöpfung wirkt die Ordnung im Chaos. Das sinnvolle Ziel ist die Lernerfahrung zur höchsten Schöpfung der Entwicklung. Thank you.
Thank you.
Thank you.